Mir ist bewusst, dass wir hier in einem Paradies leben, aber ich will wieder Kind sein. Wenn ich jetzt hier bin, habe ich wahnsinnig Sehnsucht nach Peking. Und wenn ich zu Peking bin, denke ich, die Schweiz ist halt schon schön. Damals, vor 13 Jahren, bin ich nach Thailand gekommen, Single, allein. Und jetzt gehe ich zurück in die Schweiz mit der gesamten Familie. Ich vermisse meine Frau und meine zwei Töchter extrem. Corona hat uns in die Situation gebracht. Sie leben in vier verschiedenen Welten. Aber ihnen ist eins gemeinsam. Sie gehen alle wieder heim. Dorthin, wo ihre Wurzeln sind. Das ist SRF bei den Leuten. Heimweh. Südinsel von Neuseeland. Seit 5 Jahren ist das die Heimat der Thurgauerin Conny und ihrem neuseeländischen Mann Mike. Neben ihrem Bed and Breakfast haben sie einen Garten so gross, dass man fast einen Kompass braucht. Wir haben viel zum Ernten. Wir haben von Zitronen über Orangen, Mandarinen, Feigen. Eigentlich alles. Willst du auf die Leiter oder ich? Ja, ist egal. Der Mike, der hat einen grünen Daumen. Nein, ehrlich. Sind das alle? Nein, hinter dir. Dort. Ich komme nicht dran her. Hinter dir hat es noch mehr. Und hier ist one. Ja, Neuseeländer, die haben alle haben eigentlich einen Garten, weil alle haben ein eigenes Haus hier. Es gibt ja keine Blöcke. Und sie machen alles selber. Also, man ist eigentlich Selbstversorger hier. Es ist das letzte Mal, wo die beiden Quitten ablesen. Ihr Haus mit Umschwung haben sie verkauft. Mike und Conny zügeln zurück in Thurgau. Mein Drang zum Heimgehen, mein Heimweh, ist so stark geworden, dass ich weiss nicht, was passiert wäre, wenn er jetzt sich entschieden hätte, um hier zu bleiben. Die Prioritäten haben sich einfach verschoben. Es sagt mir einfach nichts mehr. Ich will zurück zu den Kindern. I've got nothing against going to Switzerland. Ich habe nichts dagegen, dass wir in die Schweiz gehen. Schade ist einfach, dass wir alles zurücklassen müssen. Das ist eine einmalige Möglichkeit, so zu wohnen. Das werden wir nie mehr können. Wir werden eine kleine Aussicht haben, aber sicher nicht eine Sonnenaussicht. Und nicht so einen Garten. Which is actually das ist auch gut. Der Garten ist kein Hobby. Das ist ein Job. Because that's not a hobby, that's a job. Yeah, but. No, but. Righto. Ich mache mir schaurig Vorwürfe, weil er hat gesagt, sein Lebenstraum sei zerstört. Er hat nicht gesagt, ich habe ihn zerstört. Er hat gesagt, sein Lebenstraum sei zerstört. Aber ich fühle mich natürlich gleich schuldig. Und, ja. Oh, well. Conny did the same thing. Conny hat das Gleiche gemacht für mich. Wir haben das Haus zusammengekauft. Ohne sie hat es nicht geschafft. Ich habe einen guten Job und meine Kinder in der Schweiz lassen. Ich muss es auch probieren. I have to do the same thing. I have to try and do the same thing. Ich wollte einfach den Traum der Neuseeländer träumen und ein eigenes Haus haben. In der Schweiz müssen wir sicher etwas mieten. Eine Wohnung. Unvorstellbar für mich. That was very difficult for me to take.
a flat. I don't know if I can live in a flat. But we'll see. Yeah, we'll see. It's true. Es ist einfach einzigartig da. Ich habe leider noch einen Hund in Peking, der hat nicht mitkommen in diesen Ferien, um mich jetzt hier begleiten in der Schweiz. Und da hat man schon ein bisschen, hat man einfach Heimweh. Weil man weiss, es hat gute Leute, die gehen mit ihm laufen und alles zusammen, aber es ist nicht die gleiche Betreuung, wie wenn er von dir betreut wird. Fast alle sind im Bett in der Ostschweiz kurz vor Mitternacht. Nur in Oberutzwil wird noch fleissig gearbeitet. Es ist die Heim von Cécile Ottiger. Wenn sie in der Schweiz ist, lebt sie hier mit ihrem Mann, René. René? René? Ja. Ich muss ja nachher reinscannen. Weißt du, für die Hause, für die Kinder online. Ja. Wärst du so lieb? Ich habe zwei. Die sind. Machst du einfach Tag 13, dass man es herausfindet. Also Online-Learning, yes. Tag 13, dass man es einsortieren könnte. Yes. That's the same but Mathematik. Yes. Mit dem Stick wieder besser gut. Ja, Madame Teacher. Und wenn es klemmt, kann ich dich wieder fragen. Gut. Danke vielmals. Seit fast 3 Jahren ist Cécile Lehrerin an der Schweizer Schule in Peking. Für Ferien ist sie Ende Januar in die Schweiz gekommen und sitzt jetzt wegen dem Coronavirus immer noch da fest und unterrichtet ihre Schüler am Computer. Eigentlich hat es glücklich angefangen, mit nämlich unsere Chinese New Year Ferienwoche. Das Chinese New Year ist das grösste Fest für die Chinesen. Das ist also zu vergleichen, wie wir Weihnachten feiern tun. Und da langen da alle drauf. Und da bin ich zurück in die Schweiz geflogen. Und dann hat man uns gesagt, dass in Wuhan eine Epidemie ausgebrochen ist. Ja, und jetzt bin ich die 4. Woche da. Also fast Zwangsferien, kann man sagen, die ich eigentlich so gar nicht haben wollte. Deine Sprache und Mathe, die 13. Ja, du bist. Danke vielmals. Gern geschehen. Machen wir es wie immer. Hm? Ja, du weißt wie, oder? Ja, ja. Ja, ja. Gut. Oh, übrigens, hast du Fotos gesehen von der Lolli? Nein. Wir haben es einfach voll. Der Damien ist echt. Der ist so verlässlich. Nein, Damien, der ist so verlässlich. Der ist gewaltig. Der geht. Der ganze Sonntag ist mit dem Viechling umeinanderlaufen im Fall. Willst du schnell anschauen? Ja, zeigst du. Warte, muss ich raus. Der hat alles geschickt. Ja, ja, das ist nicht mehr der erste. Ja, jetzt hier, schau mal. Mit dem Hund hat Cécile den René überrascht. Er hat via Telefon vom neuen Familienmitglied erfahren. Sie gehen jetzt zu der Lolli, sie sagen im Didi, also im Taxi, zu der Lolli, sie gehen die Lolli holen. Dann denke ich so, die Lolli könnte eine Kollegin sein, aber da wüsste ich, ich glaube, die Lolli ist ein Hund. Ja, das war auch so. Einfach überfahren. Aber es ist gut gemacht. Gut überfahren. Der Cécile, ihr Mann, der René, ist Bauunternehmer. Wegen dem Geschäft ist er damals nicht mit auf Peking. Wenn du nicht gegangen wärst. Wärst du gegangen? Nein. Das ist aber jetzt dumm. Nein, wenn du nicht gegangen wärst, wäre unsere Ehe jetzt tot gelaufen. Ja, wir hätten doch kein Hündeli. Du sagst es. Ja, holla. Ja, das ist die beste Entscheidung. Nein, das ist auch für unsere Ehe ist das wirklich gut gewesen. Im Nachhinein? Ja, es ist wieder. Ja, es ist ein neuer Reifen. Ja, genau. Und ich habe am Anfang habe ich das Gefühl, auch lässig. Sie geht auf Beijing, ich bin allein da. Ha, Party bis morgen um 2 oder irgend so etwas. Jetzt kann ich endlich einmal. Ich bin Nachtmensch. Endlich einmal zur Nacht bis die Putzen wach bleiben. Weißt du was? Es hat sich null geändert. Null. Es ist genau der gleiche Tagesablauf. Ich bin so dankbar, dass ich einfach Vertrauen habe. Ich habe keine. Ich denke, dass jetzt der René da braucht, dass ich weg bin, um irgendwelches auszuleben, das er vermisst oder das er nicht ausgelebt hat früher. Da habe ich überhaupt keinen Schiss, im Gegenteil. Und irgendwie, wie du sagst, die Beziehung ist enger geworden, ist näher geworden. Wenn man, sich sieht, das Erste, musst du umarmen. Zum Wohl, Sisi. Zum Wohl. Danke, gell? Danke auch, gell? Aufs Hündli. Aufs Hündli. Und dass der Virus gleich und das, ja, verschwindet. Und dass deine Arbeit gut. Also das klappt eigentlich jetzt mit dem Online-Learning. Ja,
Der Hauptgrund, dass wir zurück in die Schweiz ist, dass unsere zwei Töchter, Nari und Felice, dass sie in der Schweiz in die Schule gehen können. Chiang Rai, im Norden von Thailand. Es ist die Heimat der Familie Ramponi Najai. Was machen wir zuerst? Zuerst Deutsch? Das zuerst? Nein, das ist. Das machen wir nachher. Zuerst ist ja das. Okay. Machen wir das zuerst. Pilze. Pilze. Nari und Felicia sind noch nie in einer Schule. Sie lernen zu Hause. Ihre Lehrerin ist die Mami, die Graziella. Ich wollte mein Kind nicht in eine thailändische Schule schicken. Ja, ich hatte kein gutes Gefühl. Es ist, der Unterricht in Thailand ist sehr, sehr autoritär. Und die Kinder werden nicht wirklich dazu angeleitet, zum selber denken oder selber etwas zu machen. Es ist, Selbstbewusstsein wird auch nicht wirklich gestärkt. Und da hatte ich ja, einfach ein bisschen Mühe damit. Ich glaube, ich bin keine strenge Lehrerin. Also mir ist sehr wichtig, dass es einfach ihnen Spass macht. Auch. Vieles kommt eigentlich auch von ihnen. Und dass sie motiviert sind und nicht irgendwie jetzt müssen unbedingt das machen und fertig machen, sondern sie sollen Spass daran lernen. Das Lernen zu Hause hat bald ein Ende. In einem Monat geht sie ins Engadin, der alten Heimat von der Graziella, und in eine öffentliche Schule. Ja, es wird sicher ein anderes Leben werden für die Kinder, auch, vor allem einen anderen Rhythmus. Sie müssen sich dann wirklich reinhängen und können nicht mehr sagen, nein, Mama, heute habe ich keine Lust. Aber auf der anderen Seite denke ich, ist jetzt auch Zeit. Und ich bin auch froh, um auch nicht mehr alleine ganz Verantwortung zu tragen. Zu der Familie gehört auch der Khan. Der Thailänder ist seit bald 10 Jahren mit der Graziella verheiratet und der Vater der beiden Mädchen. Der Khan ist Hausmann, also auch fürs Kochen zuständig. Früher habe ich gar nicht gerne gekocht. Ich habe es erst gelernt, als ich Graziella kennengelernt habe. Es hat niemand gegeben, der für sie zu Hause gekocht hat. Dann habe ich das gelernt für sie. Und mittlerweile mache ich es sehr gerne. Oh! Wow! Die Kinder sollen in der Schweiz eine bessere Ausbildung bekommen. Eine grosse Umstellung. Auch für den Papi, den Khan. Es war schon lange ein Traum von mir, mal in der Schweiz zu wohnen. Der geht jetzt in Erfüllung. Ich wollte schon immer dorthin, weil unser ehemaliger König schon dort gelebt hat. Ich glaube, es ist ein grosser Traum von etwa 90% von allen Thais. Viele wollen die Schweiz sehen. Und ich habe jetzt die Chance, um dort zu leben. Nach 13 Jahren Thailand redet die Bündnerin Graziella perfekt thailändisch. Sie fühlt sich da zu Hause. Freut sich aber auch auf das neue Kapitel in ihrem Leben. Zurück in ihrer alten Heimat. Ich vermisse meine Frau und meine zwei Töchter extrem. Das ist etwas, das wir nicht kennen, das wir noch nie erlebt haben. Ich glaube, wie die meisten von uns so etwas noch nie erlebt haben in dieser Art und Weise. Und darum fehlen sie mir extrem, ja. In Châteaudun, im Kanton Watt, im Ferienhaus der Familie Wechsler, ist Daniel seit Mitte März gestrandet. Eigentlich lebt er mit seiner Familie in Spanien. Das Alleinessen ist natürlich eine traurige Situation. Das Alleinkochen auch, weil normalerweise koche ich ja für uns vier, also für vier Personen. Man sieht auch, ein bisschen, meine Portionen fallen ein bisschen grösser aus im Moment, weil ich immer noch im Modus Familie bin. Der Daniel ist leidenschaftlicher Koch. Geschafft hat er aber 20 Jahre lang in der Uhrenbranche.
bin dann aufs letzte Jahr ausgeschieden, weil ich gesagt habe, das ist nicht mehr so meine Mentalität gewesen, so wie dort gearbeitet wird. Und habe eigentlich das Gefühl gehabt, es wäre der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, jetzt mit 52, jetzt ist der Zeitpunkt, dass ich mein Projekt Restaurant Auswanderung Spanien kann in Angriff nehmen kann. Letzten August ist er mit der Familie auf Spanien ausgewandert. Weil er noch einen Auftrag in der Schweiz hatte, ist er im Frühling noch einmal kurz in die Schweiz gekommen. Genau in dem Moment haben die Spanier wegen Corona die Grenzen geschlossen. Der grosse Teller ist für mich. Und die kleinen drei Teller sind für meine Frauen, für die Erika, für die Alize und für die Ocean. Eigentlich ist das Ganze aus einem Gag entstanden, wo ich den Ostersonntag hier allein verbracht habe. Ich war draußen, habe draußen gegessen und war gleichzeitig am Telefon mit meinen drei Frauen, die parallel auch gerade gegessen haben. Und dann habe ich gedacht, jetzt könnte ich als Gag einfach so kleine Teller machen. Und dann habe ich gesagt, so sind sie wenigstens auch bei mir, wenn wir jetzt halt wegen der Corona-Krise nicht miteinander essen können. Und heute habe ich gedacht, wollte ich sie noch mal überraschen. Weil ich mache das Lieblingsessen von der Ocean, das ist Lasagne. Das liebt sie über alles. Und werden wir mal schauen, wie es ankommt und wie sie reagieren. Seine Frau Erika und die beiden Töchter sind in Cavea, einem neuen Zuhause von der Familie Wechsler in Spanien. Einen guten zusammen. Bon Appetit. Einen guten. Unsere Toast sind auch fein. Ja. Und zwar für Lasagne. Aber wir haben auch guten Toast und Salat. Ich komme Mitteilung über, die Internetverbindung ist instabil. Ich habe vielleicht Zeit, dass wir dann rausgehen. Die Verbindung ist etwas schlecht heute. Hörst du mich nicht so gut? Die ganze Zeit sind wir wieder abgehackt und Zeit verzögert. Ja. Also, tschüss. Tschüss! Bis später! Love you! Ciao! Bis bald! Tschüss! Ciao, ciao! 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 Ich will heim zu meinen Frauen, weil es ist. Corona hat uns in die Situation gebracht. Die Situation weltweit ist für alle Leute gleich, selbstverständlich, das weiss ich. Aber jetzt, weil man nicht selber entscheiden kann, wenn man zurück will, wie man zurück will, sondern quasi das Bier ein bisschen eingeschlossen ist und sagt, man muss jetzt warten und schauen, dass die ganze Krise gut über die Bühne geht, macht sich das Heimweh wirklich bemerkbar. Ja, sie fehlt mir. Sie fehlt mir sehr, ja. Beim Daniel hat sich während dieser Krise auch gerade noch etwas anderes verändert. Bonjour. Bonjour. Mein neuer Look bei den Frauen ist eigentlich recht gut angekommen, wenn sie ehrlich waren zu mir. Sie haben mich noch nie mit Bart gesehen. Die Alize, die hat gesagt, ah, das ist super, Papi, dann sieht man dein Doppelkönig nicht mehr. Das hat mich dann ein bisschen mögen. So gross ist mein Doppelkönig, glaube ich, nicht. Aber es ist gut angekommen. Und auch Erika hat gesagt, es sieht nicht schlecht aus. Mal warten, bis wir uns dann küssen können und schauen, wie die Reaktionen dann sind. Wann das ist, das weiss Daniel heute noch nicht. Ich würde nie mehr ein Bed and Breakfast führen oder irgendein Gästehaus. Nein, würde ich nicht. Linkwater auf der Südinsel von Neuseeland. Es ist einer der letzten Morgen, wo Conny in ihrem Bed and Breakfast zum Morgen macht. Sie haben das Haus verkauft. Sie sind zurück in die Schweiz. Die Conny kann es kaum mehr erwarten. Das drittletzte Mal. Ah. Ich habe vor etwa einem Monat angefangen zu zählen. Das drittletzte Mal. Yay. Nur gerade 5 Jahre hat sie es hier ausgehalten. An ihren Nagen das schlechte Gewissen wegen Mann Mike. Ja, eine längere, traurige, schwierige Geschichte.
weil er hat eigentlich nicht wollen retourkommen. Irgendwie hat er auch nicht erwartet, dass ich jetzt hier heim habe. Und es war völlig ein Schock. Und ich habe aber schon von Anfang an gewusst, dass ich hier nicht alt werde. Für mich war es immer klar, dass ich irgendwann zurück in die Schweiz gehe. Direkt vor der Conny ihrer Haustür liegt das grösste Weinanbaugebiet von Neuseeland. Drei Viertel des neuseeländischen Weins wird hier produziert. Der Mann von der Conny, der Mike, hat hier gearbeitet. Er hat die grossen Erntemaschinen gepflegt, die in den Rebgebieten Trauben einsammeln. Noch ein letztes Mal besuchte seine Arbeitskollegen vor der Abreise in die Schweiz. Ich habe 4 Jahre hier gearbeitet. Das war wirklich der beste Job, den ich je hatte. Ich werde alles vermissen. Den Job, die Menschen. Ich werde es sehr vermissen. Ja, es sind vor allem die Menschen, die das so grossartig machen. Es ist schon hart für ihn. In meinem Alter müsste ich eigentlich für die Pensionierung sparen. Aber ich habe kein Haus, kein Job, ich ziehe ans andere Ende der Welt. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe mich schon auf Pensionierung und Hobbys gefreut, aber jetzt muss ich wieder neu anfangen. Saving up for retirement, have some hobbies, and but now I've got to start again. Mach dir keine Sorgen, bei uns bist du immer willkommen. That's always good to know that. Ich freue mich mega jetzt. Ich kann es noch fast nicht glauben. Und ich kann es auch nicht zeigen. Also ich kann es nur zeigen, wenn ich alleine bin. Weil wenn der Mike dabei ist, ich kann ja nicht in die Luft kumpeln. Und das würde mir noch mehr wehtun, weil er sowieso nicht gern geht. Drei Gästezimmer hat Conny im Haus, wo sie mit Mike auch selber drin wohnt. Martin, everything okay? Ist alles gut? Excellent. Thanks. Ich habe gedacht, Bed and Breakfast ist einfach das Morgen und Übernachten. Aber vom 3-4 Jahren fangen die Leute an, einchecken wieder. Und die sind in der Ferien, haben alle Zeit der Welt. Ich glaube, man muss ein spezieller Typ sein, dass man in der Gastronomie arbeiten kann. Und ich habe das vorher nicht gemacht und ich werde es auch nachher sicher nicht machen. Nein, du hast wirklich kein Privatleben mehr. Man lernt die Seiten erst kennen, wenn man selber so ein kleines Hotel leitet. Dass sobald die Leute gegangen sind, dass dann eigentlich die Arbeit erst losgeht. Absolut größter Wunsch, und der kommt wirklich aus dem innersten Herzen heraus, ist, so schnell wie möglich zurück können gehen auf Peking. Ich vermisse meine Kinder, ich vermisse mein Apartment, ich vermisse die Nachbarn, die wir haben, und vor allem vermisse ich die Lolli. Nach 5 Wochen Festsitzen in Oberutzwil gibt es endlich eine gute Nachricht. Cecil Ottiger hat einen Flug gefunden, den sie zurück auf China bringt. Was ist denn da? Keine Ahnung, das ist schon gut. Das ist ein T-Shirt, nein? Nein, das ist ein T-Shirt. Komm, dann kannst du wieder reinpacken. Brauche ich die? Lass noch da, ich überlege. Nein, rein mit. Ich tue nicht dreimal hin und her. Komm, entweder rein oder nicht. So. Ich habe sie jetzt auch nicht gebraucht. Ja und? Mein Gassi-Sirup, ganz wichtig. Ohne den gehe ich nicht zurück auf Peking. Dann habe ich in meinem Bischof Schulzubehör und so. Gell, du wirst die rausnehmen. Was ist das? Das sind Stifte für Kinder. Aus dem Pack raus? Ja, wegen. Hä? Buben und Mädchen, schau.
Ja, musst du mir jetzt nicht alles zeigen, sonst komme ich nicht vorwärts. Ja. Meinst du es ja gut? Bist du nicht dabei? Ehrlich, ich lang wirklich machen ein Kreuz an die Decke, wenn es klappt. Im Fall. Da ist ja noch nicht voll. Und? Kakerlakenbüchse. Kakerlakenbüchse, genau. Nach 36 Jahren Schule geht es Oberutzwil, hat Cécile genug gehabt. Und ist auf Peking an die Schweizer Schule. Ihre Mann, der René, hat sie zurückgelassen. Weißt du, wie viele Mal dass wir hin und her geflogen sind? Jeder von uns etwa 10 Mal. Ja. Das heisst, wir haben uns im Durchschnitt alle 1,5 Monate gesehen. Ich kann nur eines sagen, als ich gestartet bin vor 3 Jahren auf Peking, hatte ich mir fast das Gefühl, er kann nicht mehr warten, bis er mich los ist, bis ich quasi das Abenteuer Peking anpacke. Und heute bin ich dann am Arbeiten, vor allem am Warten, bis ich das Zoom-Meeting einrichten konnte. Er war noch im Bett und dann höre ich ihn brüllen. Und dann hat er gesagt, René, was ist los? Dann sagt er, weißt du, ich will nicht, dass du gehst. Dann sage ich, René, aber bitte, du bist 64, 65 wird er jetzt dann und pensioniert, aber das sagt er niemandem, weil er will es nicht hören. Und die Loli ist allein, die ist auch nicht mal jährig. Was ist das für ein Verhältnis? Sie sagt, ja, ich begreife es. Wegen der Loli kann ich es akzeptieren, aber wir haben es so schön, die 4 Wochen. Obwohl ich die ganze Zeit am Arbeiten war. Vielleicht darum. Aber hätte ihn wirklich mögen. Dickköpfige. Rechthaberisch. Eigensinnig. Super Kompliment. Was hast du jetzt alles gesagt? Wie negativ. Eigensinnig bist. Das stimmt, du bist eigensinnig. Ich bin stur. Ich bin nicht eigensinnig. Du bist stur. Das ist ja noch eine Stufe höher. Ja, aber du bist noch stur. Bravo. Wir sind beides wieder. Und das ist die beste Kombination ever. Das passt gut. Ja. Da fliegen die Fetzen. Ja. Wenn es mal tönt, dann tönt es. Ja. Genau. Gut. Danke. Dann kann ich ja noch mehr Schulmaterial mitnehmen. Vergiss es. Nein, sicher. Komm jetzt. Achtung, Herkules is working. Ja, das ist ein Kilo. 23,2. Mit Koffer packen. Es stinkt mir jedes Mal ganz sträuflich. Gut, damals ist es wirklich easy gegangen. Das Gewicht hat gestimmt, das Material hat gestimmt. Sonst habe ich schon das Parfümfläschchen ausgewechselt, weil ich zu viel Gewicht hatte. Gegen ein Lichter. Aber damals ist, manchmal muss ich wirklich etwa 4 oder 5 Mal. Auch das kann ich rausnehmen. Auch jetzt muss ich noch mal einen Sack Kaffee rausnehmen. Meistens ist es ja eh zu viel. Aber damals ist es super gegangen. Gell? Kann dir nicht helfen? Nein. Schau mal, geht wunderbar. Oh, du. Aber wenn ich den Architekt verwünsche, wo die schmal Stege gemacht hat, dann hau ich einen auf den Latz. Er kommt schon gerade selber rüber. Willst du mir gerade einen schmieren? Nein, also, das mache ich nicht. Danke vielmals, René. Oh. Ups. So. Aufstellen. Ah, jetzt geht es doch besser. Müssen wir nachher noch die Etiketten, Gepäcketiketten auswechseln. Es ist Ende Februar. Und die Corona-Krise ist jetzt auch in der Schweiz das Thema Nummer 1. Ja, ich glaube, das ist unbestritten. Oder das Virus hat in China gezeigt, dass es grosse Ausmaße kann, dass es Todesfälle gibt. In Italien haben wir jetzt schon 12 Todesfälle gehabt. Man kann es nicht unterschätzen. Ich denke, dass es so wie kommt, dass der Virus sich ausbreiten kann und alle bereits schon von einer Pandemie reden. Ich bin dankbar und glücklich, dass ich morgen gehen kann. Und ich hoffe, es ist nicht schon ein Tag zu spät. Weil jetzt, wo wir so viele Fälle haben in der Schweiz, da kommt der Chineser mit über, riskiere ich, dass ich gleich noch die 2 Wochen Quarantäne muss durchlaufen. Ich hoffe einfach, dass es morgen nicht spät ist. Da. Einmal habe ich mich geschnitten. Ja, man muss halt nicht so scharfe Hebel nehmen. Denk an die Japan-Messer, die sind auch so scharf. Nein, aber das ist... Kommt schon gut, drin. Ja, ja. Bist tapfer. Ja. Ist nicht so schlimm, wie wenn du mit dem Rennpferd auf den Latz geflogen bist. Nein. Wo die Idee eben da war, ist, dass ich das Kinderhaus wird mit helfen aufbauen, mich um die Kinder kümmern, ist für mich klar gewesen, ich werde länger in Thailand bleiben. Wie lange, das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Seit 13 Jahren ist Graziella jetzt in Thailand. In dieser Zeit hat sie zusammen mit ihrer Kollegin Barbara Meisel ein Waisenhaus aufgebaut. Zum letzten Mal geht sie heute dorthin, wo sie so viel Herzblut reingesteckt hat. Das Kinderheim ist
so ein bisschen wie mein Baby, eigentlich, das ich grossgezogen habe. Wo eben um so nichts angefangen haben und langsam gewachsen ist, langsam konnte gross werden. Wegen Corona darf Graziella nicht mehr ins Kinderheim rein. Das Risiko ist zu gross, dass die Kinder angesteckt werden könnten. Angefangen mit dem Waisenhaus hat alles durch einen Zufall. Während meinem Freiwilligeneinsatz in Thailand habe ich Barbara Meissel kennengelernt und auch einen jungen Bub. Er war zu diesem Zeitpunkt sehr krank und es gab auch sonst niemanden, der sich um den Bub kümmern würde. Und so haben Barbara und ich uns einfach erst mal entschieden, dass wir ihn aufnehmen zu uns privat. Und wir haben dann auch gemerkt, dass es sehr viele Kinder gibt mit einem ähnlichen Schicksal, also weise Kinder, die einfach niemanden mehr haben, der sich um sie kümmert. Und so ist eigentlich die Idee entstanden, dass wir Bandoi aufbauen. Angefangen hat alles mit 3 Kindern. Heute ist Bandoi das Zuhause von bis zu 30 weisen Kindern. Kinder, die aus ärmlichen Verhältnissen kommen und sonst eine unsichere Zukunft hätten. Ganz am Anfang war ich eigentlich vor allem eben für die Kinder zuständig. Wir haben einfach mit den Kindern gelebt, wie eine grosse Familie. Und Barbara und ich haben uns um die Kinder gekümmert. Wir haben eben angefangen von Frühstück machen bis alles eigentlich, die Schule, die medizinische Versorgung und so weiter. Und mittlerweile haben wir ein grosses Team, Thailänder, Einheimische, die sich um die Kinder kümmern. Und meine Arbeit ist seit ein paar Jahren hauptsächlich im Büro, bei der Sponsorenbetreuung, Fundraising und so weiter. Nach so viel Zeit im Waisenhaus muss sich Graziella heute durch Gitterstäbe verabschieden. Gitterstäbe, Dangloi! Nicht einfach für die Engadinerin. Ich habe euch vermisst. Hallo. Geht's euch gut? Hallo, uns geht's gut. Bye-bye. Es sind viele gemischte Gefühle. Auf der einen Seite bin ich schon traurig. Ich werde die Kinder sehr, sehr vermissen. Auf der anderen Seite bin ich ist auch sehr stolz auf das, was wir aufgebaut haben. Und auch ja, ich freue mich jetzt auch auf unseren neuen Lebensabschnitt in der Schweiz und kann das mit einem guten Gefühl zurücklassen, weil ich weiss, es ist in guten Händen mit der Barbara in unserem Team. Dem Kind wird es gut gehen, es wird weiterhin gut laufen und ich werde meinen Teil dazu beitragen, wenn ich in der Schweiz bin, weiterhin. Das erste Mal, dass ich wirklich richtig den Begriff Heimweh jetzt zuordnen kann, das ist jetzt sicher die letzten 6-7 Wochen, wo ich hier oben in Château D quasi im Lockdown bin, in einem einfachen Lockdown und meine Familie in Spanien ist. Langweilig wird es dem 53-Jährigen aber nicht. Er ist dran, für eine Brauerei Uhren aus Bierdeckeln herzustellen. Feedback gibt's via Skype. Salut Alain! Ciao Daniel! Comment ça va? Très bien, et toi? Impeccable! Los schnell! Ich habe ja die blaue, die du mir geschickt hast, die Muster. Ich habe die gebraucht letzte Woche, weil ich die Videokonferenz hatte mit der Brauerei. Für die, die nachher die Uhren sind. Die sind begeistert. Nein, ist wirklich genial. Schön, danke merci. Dir immer, alles ciao, Gute. Ciao, merci beaucoup. Ciao, ciao. Letztes Jahr ist die Familie auf Spanien ausgewandert. 15 Jahre haben sie zu Bassin im Kanton Watt gewohnt. Ei, schau mal. Alles leer. Noch nicht mal die Dings abgenommen. Die muss ich dann putzen. Also, nehme ich vielleicht auch noch mit. Das könnte ich auch noch brauchen. Es ist alles gezügelt hier drin. Es ist alles leer. Mein Herz blutet. Das war alles mal voll. Fast voll, muss ich sagen. Aber wir haben es Gott sei Dank
alles selber fast können austrinken und noch ein Abschiedsfest gemacht mit Freunden aus der Nachbarschaft und vom Geschäft, vom Beruf, von der Erika. Ja, und haben eigentlich wenig mit runtergenommen. Ein paar Wein aus der Region, aus dem Fesci, haben wir noch mit runtergebracht auf Spanien. Aber Spanien ist ja bekannt für sehr gute Wein. Also haben wir gedacht, wir nehmen nicht alles mit. Aber es war ein schöner Weinkeller. Wir haben schöne Stunden verbracht hier drin. Das Wohnhaus konnte verkaufen. Noch sind die neuen Besitzer aber noch nicht eingezogen und Daniel schaut zum Rechten. Jetzt ist alles leer. Komisches Gefühl, wenn du da reinkommst und dir vorstellst, wie da die Möbel gestanden sind und das Sofa, wie viele schöne Abende wir da verbracht haben und das Essen. Nein, es ist ein ganz komisches Gefühl. So ein leeres Haus. Selbstverständlich ist Wehmut immer dabei, wenn man 15 Jahre lang an so einem schönen Ort wohnen konnte und eigentlich so viele schöne Erlebnisse mit dem Ort verbindet, ist gewisse Wehmut natürlich da. Ich will aber auch sagen, wir sind alle zusammen eigentlich sehr dankbar für die 15 Jahre, die wir hier sein konnten. Und Wehmut, glaube ich, hat man nur, wenn es einem wirklich irgendwo gut gefallen hat. Und das ist eigentlich etwas Schönes. Und das Schöne nimmt man gerne mit. Ich habe gelernt, durch meine Krankheit geduldiger zu werden, dass man nicht alles zwingen kann, dass Gesundheit das Wichtigste ist. In Neuseeland ist Conny zum letzten Mal unterwegs in einen Spinnkurs. Ich habe immer gerne gelismet. Irgend habe ich gefunden, das wäre noch ein super Hobby für mich. Ich bin ziemlich babbly und da muss ich hinsitzen und habe mal richtig Ruhe. Es ist das letzte Mal, wo Conny ihre Gruppe heute sieht. Die Frauen sind ihr ans Herz gewachsen, weil das Leben hat es mit Conny nicht immer gut gemeint. Vor 2 Jahren hat sie Brustkrebs bekommen. In dieser Zeit waren die Frauen hier eine wichtige Stütze. Was liest du, Gwen? Ein Schal. Schön. Ja. Es ist März und die Corona-Pandemie ist auch in Neuseeland angekommen. Lina, eine speziell enge Freundin, redet Conny ins Gewissen. Es macht einfach keinen Sinn, wenn du jetzt gehst und es dir nachher wieder schlecht geht. Sie würde mir nicht raten, im jetzigen Zeitpunkt in die Schweiz retour zu gehen. Und das hat mich ja schon gerade ein bisschen, also nicht zur Bahn ausgeschossen, aber sie hat gesagt, ich gehöre sogar einer Risikogruppe an. Und wenn man einmal so eine Krankheit durchgemacht hat, die lebensbedrohend ist, dann das vergisst man nie mehr. Das ist prägend. Und das möchte ich nicht noch mal erleben. I can see you're unhappy. Ich sehe einfach, dass es dir nicht gut geht. Oh, it's just. No, I think. The risk we used to make. Yeah, I will. Blöd, dass das gerade jetzt passiert ist. Ich habe auch einen Flug im Juli, wo ich nicht weiss, ob ich gehen kann. Ich will einfach nicht, dass du gehst. Hast du deinen Flug verschoben? Nein, noch nicht. Ich habe ja noch etwas Zeit. Oh no, Pam. Lots of love and regard and respect for you. You've been a lovely friend to us all. Du bist so eine wunderbare Freundin von uns gewesen, und wir werden dich vermissen. Wir wollen, dass du das Geschenk mit in die Schweiz nimmst und all deinen Freunden zeigst. Oh, thank you so much, Pam. Es passiert nicht jeden Tag, dass wir jemanden verabschieden müssen. Yeah, that's I know.
Nelson and Marlboro retesten Now, jetzt komme ich heim nach Neuseeland über. That's the whole idea. That's what we want. Das haben wir auch wollen. Okay. Ich habe mich von Anfang an mega gut aufgehoben gefühlt. Sie geben einem von Anfang an das Gefühl von Welcoming und sind die hilfsbereitesten Leute, denke ich, auf der Welt. Es gibt da ganz viel Krebspatienten, auch in diesem Raum. Und es ist da nicht wie bei uns in der Schweiz ein Tabuthema. Also, wir reden über das und wir helfen einander. Und das verbindet. Und ja, ich werde die Frauen nie vergessen. Thanks. We will see us again, I'm sure. My... Thank you. Yeah, thank you. Do you want me to give a hug? Sorry, I'm not sick. Bye bye, my wee friend. You'll be a friend forever. And it was a pleasure to teach you to spin. Okay. Bye. Bye bye. Es ist genau so, wenn ich jetzt da bin, habe ich wahnsinnig Sehnsucht nach Peking. Und wenn ich zu Peking bin, nach einer gewissen Zeit, denke ich, die Schweiz ist halt schon schön. Ein Direktflug von Zürich auf Peking sucht man an dem Samstag Ende Februar vergebens. Cecil muss über Genf fliegen. Die Corona-Krise ist in der Schweiz angekommen. Bitte, bitte, bitte. Ja, ah, die Festliebe, Cecil. Ist ich gut. Auch Festliebe, aber ich bin froh, wenn es... Ist gut. Mach's gut. Du auch. Danke für und alles. Und drücke du mir das nicht, musst du in Quarantäne. Oh, da wäre lieb, du ja. Du musst dich melden, sobald es geht. Mhm. Die hinten auch, wenn du angekommen bist. Ja, mach ich. Gut. Tschüss. Also wie immer, eigentlich Abschied ist nie gut. Mhm. Aber ich freue mich, dass du zu deinem Hund kannst. Ich mich auch, ja. Ja, und dass du dein zweites daheim kannst wieder mal ein geniessen. Ja, und das ist gut. Und dass es ja wahrscheinlich das letzte Mal ist. Vielleicht, ja. Der Ding, nein, nicht der Pass. Boardingkarte. Tschüss. Tschüss, René. Mach's gut. Tschüss. Du musst ganz zu, weißt du? Mach's gut, René. Bye bye. Du auch. Ja. Ja, du auch, Cecil. Tschüss. Mach's gut. Cecil wird auf Ende Schuljahr mit 61 wegen einem neuen chinesischen Gesetz pensioniert. Und kommt dann für immer zusammen mit dem Hund zurück in die Schweiz. Jetzt gehe ich auf die Terrasse. Weil irgendwie habe ich, das habe ich schon immer gemacht. Und wenn ich 2 Stunden auf dieser blöden Terrasse verbracht habe. Aber ich kann nicht einfach gehen, während sie noch da ist. René ist nicht wohl, dass Cecil gehen will. Aber bei seiner dickköpfigen Frau kann er nichts machen. Sie muss. Vor allem wegen dem Hund, der Lolli. Noch ist Cecil aber am Flughafen Zürich. Und ob der Flüger wegen Corona überhaupt abhebt, ist noch nicht klar. Die Conny verabschiedet nach 5 Jahren ihren letzten Gast. Es ist mir eine Ehre, dass ich euer letzter Gast war. Macht's gut in der Schweiz. Bye. Thanks very much. Es ist gefallen, so eine Lösung. You missed the moment. Das und noch viel mehr Geschichten. Das nächste Mal bei SRF bei den Leuten Heimweh.